Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Lauf der Hashtag Race Home Charity Racing Series mit dem elektrischen Audi e-tron Vision Gran Turismo und unseren 6 Audi DTM Piloten. Ja, für die war gestern nicht unbedingt der allerbeste Tag und auch gar nicht für die gesamte Motorsportfamilie und die Audi Sportfamilie, denn Audi hat gestern verkündet, nach dem Ende der diesjährigen Saison aus der DTM auszusteigen und sich in Zukunft auf die elektrische Formel E und den Kundensport zu konzentrieren. Frank Bieler, DTM-Champion 1991 mit Audi und seit vielen, vielen Jahren mit den vier Ringen ganz, ganz eng verbunden, hier bei Race Home, unser Race Director. Frank, wie gehst du mit dieser Entscheidung um? Das ist natürlich sehr, 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 sehr schade. Wir waren so lange erfolgreich unterwegs in der DTM und dann so eine Entscheidung dann hören zu müssen, hat natürlich sehr, sehr wehgetan und ist sicherlich auch für Audi Sport ein harter Schlag. Es hat sich ja in letzter Zeit abgezeichnet, dass es schwierig sein würde, dieses Programm weiterzumachen. Und letzt leider diese Absage, obwohl wir eigentlich in den letzten Jahren die Tendenz hatten, dass die DTM eben auch wieder viel, viel spannender wurde und wir, denke ich, in den letzten 2-3 Jahren sehr, sehr gute und interessante Rennen gesehen haben. Aber leider hat man sich dazu entschieden, das nicht mehr weiterzumachen. Ja, so kann man das sicher sehen. Wir sind froh, dass die 6 Audi DTM-Piloten trotz der gestrigen Entscheidung weiter hier am Start sind bei Race Home. Wir hoffen ja auch alle darauf, dass es in diesem Jahr noch möglichst viele DTM-Rennen im Realen gibt. Jetzt aber erstmal weiter mit unserer Race Home Charity Racing Series, die schon beim Auftakt in Spa vor einer Woche mächtig für Furore gesorgt hat. Mit super spannenden Rennen, mit Zweikämpfen, mit einem extrem knappen Superfinale, in dem Robin Freins nur ganz, ganz knapp den Sieg verpasst hat. Worum es geht bei Race Home und warum das Ganze entstanden ist, das sagen wir Ihnen jetzt. These Class 1 cars are just pure joy to watch and to drive. And now we only have to focus on a new season, so let's get it started. Die Garagen der DTM sind erst einmal zu, auf unbestimmte Zeit. Stattdessen machen wir die PlayStation zur Race Station. Die RCCO Hashtag RaceHome Charity Racing Series entstanden auf Basis der RCCO eSport Series. 15 Autos im Feld und diese beiden zeichnen dafür verantwortlich. Thomas Vogt und Mike Rockenfeller. Der DTM-Champion von 2013 und der Rekordmeister der Slotcar-Rennserie RCCO. 18 Titel, 106 Siege. Früher in der Chefredaktion bei Rally Racing und als Journalist auch immer wieder mit diversen Renneinsätzen. Wann Mike Rockenfeller wieder seinen DTM-Bürliden pilotiert, ist offen. Deshalb nun Hashtag RaceHome für einen guten Zweck. Ja, die ganze Welt steht wegen des Coronavirus aktuell ziemlich still und so natürlich auch der Motorsport. Wir haben viele Freelancer, die im Motorsport arbeiten und die trifft es extrem hart, weil die haben plötzlich kein Einkommen mehr und deswegen ja wirklich schwierige Zeiten. Genau den Menschen würden wir gerne helfen mit unserem Projekt Hashtag RaceHome, das wir jetzt in ganz kurzer Zeit zusammen mit Audi aufgesetzt haben. Und was extrem cool ist, dass meine 5 Audi DTM-Fahrerkollegen direkt zugesagt haben und ich so mit denen ja jede Woche auf der PlayStation virtuell Rennen fahren kann und das Ganze, und das ist das Wichtigste, für einen guten Zweck. Also dann, it's Showtime. Eine Besonderheit von Race Home ist jedes Mal, dass die Strecke jeweils ausgelost wird, ehe es losgeht mit den virtuellen Rennen. Und heute ist die Wahl auf Monza gefallen. Also nach Spa-Francorchamps erneut eine unglaublich klassische und tolle Rennstrecke, auf der in diesem Jahr ja auch noch ein DTM-Rennen stattfinden soll. Frank, was erwartet die Fahrer dort? Ja, Monza, man liebt oder man hasst es. Also sehr, sehr interessant, sehr, sehr schnelle Strecke. Das heißt, du musst eigentlich schauen, dass du ein Setup findest mit wenig Downforce, damit eben Topspeed erreicht werden kann. Die Geraden sind sehr, sehr lang. Andererseits brauchst du natürlich eine gewisse Stabilität in den Kurven. Das heißt, Monza war eigentlich immer eine sehr, sehr schwierige Strecke, um ein ausgewogenes Setup zu finden.
Und auch hier im Sim-Racing ist es sicherlich so, dass du schauen musst, auch einen guten Windschatten hier und da zu bekommen. Sehr, sehr schwierige Strecke, sehr hohe Geschwindigkeiten, aber auch mit einigen Überholmöglichkeiten. Von daher denke ich, dass wir hier sehr, sehr interessante Läufe sehen werden. Also, wir freuen uns auf Windschattenduelle hier auf dieser klassischen Rennstrecke im virtuellen königlichen Park von Monza vor den Toren Mailands. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein in das erste Qualifying-Rennen. Super kompaktes Format, nur drei Runden stehen auf dem Programm. Alles Weitere erfahren Sie von Oliver Sittler. Danke Thomas und damit hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Olli Sittler hier und das ist angerichtet. Veranstaltung 2 von 10 im Autodromo Nazionale di Monza. Mit dabei Pim Sterenberg, der Gewinner des Race Home Design Contest. Der steht auf Pole Position und wir haben ja in Spa gelernt beim Auftakt in die Serie, dass der Gastfahrer oder einer der Gastfahrer sehr wohl Chancen hat zu gewinnen. Alexis Chambon heißt der Sieger von Runde Nummer 1. Jetzt gehen wir rein ins zweite Rennen und alle stehen bereit. Mit dabei René Rast, Nico Müller, Robin Freins, Stefan Waschow und ganz vorne Pim Sterenberg. Ab geht's. Der Holländer noch in Führung, aber Nico Müller drückt sich nebendurch. Und schon vor der ersten Schikane hier in Monza hat er sich auf die Führungsposition durchgesetzt. Ganz vorne über die Ziellinie fahren heißt definitiv qualifiziert für das Halbfinale. Dazu aber später mehr. Der zweifache DTM-Champion René Rast, den finden wir hier auf der dritten Position. Das reicht nicht für den direkten Einzug. Aber alle, die nicht das Rennen gewinnen, können sich nachqualifizieren über den Hoffnungslauf in Q4. 70% der Vollgasanteil hier im Autodromo Nazionale di Monza. Auf den 5,793 Kilometern heißt es immer wieder im Windschatten hinducken, den Slipstream nutzen und vorbeiziehen. Das versucht auch Pim Sterenberg, der 21-jährige Niederländer auf der zweiten Position, will damit nach der Führung greifen, vorbeigehen an Nico Müller am Schweizer. Aber steht seinerseits selbst unter Druck von René Rast. Auf der dritten Position, das fällt enorm eng zusammen. Lediglich Waschow da hinten etwas abgeschlagen, aber auch Freins, der zweite Niederländer oh im Gott. Feld, DTM oh und ja. Formel-E-Fahrer ja. gegen Rast. Mila! Ja, aber geht's zu zweit nebeneinander durch die Kurven. Heftiges Gerangel im Feld, aber tolle Bilder, die uns da geliefert werden. Drei Runden stehen auf dem Programm. Unterwegs mit Freins. Leichte Berührung mit dem führenden Nico Müller. Erneut. Da muss Frank Bieler, der fünffache Le Mans-Sieger, als Rennleiter nochmal ein Auge drauf werfen. Hinterher. Aber jetzt hat Pim Sterenberg die Nase vorn. Der 21-jährige Holländer. Ein Racing-Fan. Guckt sich gerne DTM-Rennen an. Hey! Unter anderem. Oh, hey! Und da gibt es heftige Berührungen. Freins rutscht zurück auf die dritte Position. Aus der Perspektive von Waschow haben wir ihn da gerade noch erkennen können. Nico Müller abgeschlagen mittlerweile auf der fünften Position. Aber die Top 4 da noch denkbar eng zusammen. Nico! Und Müller Ali! Auf der Außenbahn geht er vorbei. Und jetzt gegen Robin Freins. Side drop doesn't work in this shit. No. Freins hat sich durchgesetzt, ist jetzt auf der zweiten Position. Müller dahinter. Und 4 Sekunden weg an der Spitze. Pim Sterenberg, der wird doch nicht den gleichen Durchmarsch machen wie Alexis Chambon in Spa beim Auftakt in die Race Home RCCO Serie 2020. Rast versucht erneut ranzukommen an Robin Freins. Durch die lange, lange Parabolika, die letzte Kurve, die letzte von 10 Kurven hier in Monza. Gehen wir rein in die letzte, in die dritte von 3 Runden. Rast versucht beim Anbremsen
auf die Schikane und drückt sich vorbei. Ist damit auf die zweite Position nach vorn gekommen. Aber im Rausbeschleunigen ist es Nico Müller, der seinerseits erneut vorbeigeht am zweifachen DTM-Champion. Aber an der Spitze einsam und allein Pim Sterenberg, der hier seine Qualitäten zeigt bei seiner Premiere im Race Home eSports. Und wenn auch ihr dabei sein wollt, schaut auf Race Home RCCO AG im Internet. Bewerbt euch. Es gibt ein Charity-Auto, in das man sich reinsteigern kann. Und dann kannst auch du hier möglicherweise Punkte absahnen und gegen die echten DTM-Fahrer ein Rennen gewinnen. Immer noch volle Action. Müller, Freins, Rast. Die Plätze 2 bis 4. Waschow auf Platz 5. Und an der Spitze nach wie vor Pim Sterenberg, der wirklich eine tolle Leistung hier zeigt im Königlichen Park von Monza. Freins kommt ran an Müller, drückt sich daneben in der Parabolika auf den letzten Metern. Müller abgeschlagen, jetzt auf der vierten Position. Während sich Pim Sterenberg, der 21-jährige Niederländer, den Sieg schnappt, finden wir Freins auf 2, Müller auf 3, Rast dahinter und Waschow auf der fünften von 5 Positionen. Also Q1 hat gleich schon zu Beginn einmal gehalten, was wir uns davon versprochen haben. Unglaublich tolle Zweikämpfe auf der Strecke. Es ging mächtig zur Sache wieder, vor allem zwischen unseren DTM-Piloten. Und wir haben schon wieder einen unserer Gastfahrer auf P1, auf Platz 1, nämlich Pim Sterenberg, der Holländer, hat hier die DTM-Elite mit seinem Audi e-tron Vision Gran Turismo geschlagen. Frank, ja, das genau war tolles so, Race. Ja, genau wie wir es erwartet haben. Es war sehr, sehr spannend. Es ging sehr, sehr eng zu. Aber auch sauber und fair und von daher hochzufrieden und mal schauen, wie die weiteren Qualifyings laufen. Aber auch Robin Freins hat erneut seine Klasse gezeigt. Der ist nämlich heute früh, hatte er ein bisschen Probleme. Er hat seine PlayStation angeschaltet und gemerkt, ui, da gibt es ein riesengroßes Update. Das hat ewig gedauert und so hat er das Rollout verpasst, die einzige Möglichkeit auf der Strecke zu trainieren. Und er ist mit einer einzigen Runde hier in dieses Rennen reingegangen, hat sich vom letzten Startplatz auf Platz 2 nach vorne geschoben. Auch das, Frank, zeigt mir, welche Klasse Robin hat. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben aber auch gesehen, es ist halt im echten Leben etwas anders. Da kommst du zur Strecke und das Fahrzeug muss man sich ein bisschen oder Upgrade ziehen. Und ich hoffe, dass er da in Zukunft etwas besser vorbereitet ist und das etwas fließender abläuft. Ja, und unser Gastfahrer, der Pim Sterenberg, wir können ihn jetzt schon fliegenden Holländer nennen, hat dieses erste Rennen gewonnen. Das zeigt, man kann hier reinkommen als Gast gegen die DTM-Piloten von Audi antreten und gleich auf Anhieb um den Sieg fahren. Wie Sie selbst mitmachen können, das erfahren Sie jetzt von Peter Reichert. Er war die ganz große Überraschung beim Hashtag RaceHome-Auftakt vor einer Woche. Alexis Chambon, Sieger in Spa. Alexis Chambon ist ein französischer Infografiker, der sich über den Audi Design Contest für das Rennen qualifiziert hat. Jede Woche ist die Fangemeinde aufgefordert, besonders coole Designs im Zusammenhang mit Hashtag RaceHome, Hashtag StayHome und Hashtag AudiTogether zu gestalten. Jeweils montags entscheiden die 6 Audi DTM-Piloten, wer den Startplatz beim Rennen am nächsten Tag bekommt. Über die Hashtag RaceHome-Website wird ein weiterer Startplatz versteigert. Last but not least setzt das WRT-Team einen weiteren e-tron für wechselnde Gastfahrer ein. Heute für Sandy Stuvik, 2019 GT3-Champion in Thailand, in der realen Welt. Ja, sehr schade finden wir, dass das dritte Gastauto unbesetzt geblieben ist heute, nämlich das Auto, das man ersteigern kann. Das wäre eine sehr, sehr geringe Gebühr gewesen. Ich glaube, 100 Euro war das letzte Gebot und derjenige, der es geboten hat, hat sich dann leider nicht gemeldet. Deswegen das Auto heute frei. Wir würden uns sehr wünschen, dass es ein paar Gebote gibt auf unserer Website racehome.rccoag und dann dieses Auto auch in der kommenden Woche mitfährt, dass wir wirklich 15 Autos am Start haben. Soweit also die Informationen hier rund um unsere Gastfahrer und ich übergebe wieder zu Oliver Sittler, denn Q2 steht an.
Und damit sind wir direkt im Grid zum zweiten von vier Qualifying Races. Fünf Autos aufgereiht. Und wir sind bereit. Mit dabei aus Thailand, Sandy Stuvik, der WRT Audi Sport Gastfahrer, sitzt in der Nähe von Bangkok. Also wir werden international mit Race Home die fünf Autos aufgereiht. Auch mit dabei Andreas Czorsch, Loic Duval, Björn Skotke und Mike Rockenfeller. Und da gibt's gleich den ersten Kontakt. Sandy hat da Probleme loszukommen. Andreas Czorsch sprintet vorne weg. Aus der Perspektive von Mike Rockenfeller auf der dritten Position geht's zum ersten Mal durch die Schikane. Er ist dran an Björn Skotke, dem Zweitplatzierten. Der kann sich aber leicht nach vorne absetzen. Also das Führungstrio da denkbar eng zusammen, weit abgeschlagen hinter. Am Ende auf Platz 5 Sandy Stuvik und da vorne geht's zur Sache. Skotke vorbei an Czorsch und Mike Rockenfeller drückt sich mit durch und setzt sich damit in Führung. Der DTM-Pilot in Gelb-Blau. Und zu erkennen die Startnummer 99. Also spannend auf den ersten Metern hier im Autodromo Nazionale di Monza. Der erste im Dreck. Andreas Czorsch damit zurückgefallen auf Platz 4. Vor Mike Rockenfeller in Führung. Drei Runden sind aufgelegt. Dreimal die 5,793 Kilometer auf dem Hochgeschwindigkeitskurs im Königlichen Park. Wir sitzen beim Drittplatzierten mit im Auto. Das ist Loic Duval, der DTM-Pilot, der sich auf Platz 3 wacker hält. Unterwegs mit dem Zweitplatzierten Scotty, beam me up. Es gilt, das Rennen zu gewinnen, dieses Qualifying-Rennen, um sicher dabei zu sein im Halbfinale. Angriff von der zweiten Position und Scotty drückt sich durch. Zum Beginn der zweiten von drei Runden haben wir damit einen neuen Führenden, aber Rocky gibt sich damit nicht zufrieden. Greift seinerseits zurück an die Spitze. Loic Duval folgt auf der zweiten Position. Aus der Sicht von Scotty sieht er die beiden DTM-Piloten vor sich. Nutzt den Windschatten. 70% der Vollgasanteil hier in Monza. Da ist die Sicht von Loic Duval nach vorn. Auf Mike Rockenfeller. Der immer noch in Führung liegt. Und von der Strecke runter ist Loic Duval. Damit findet er sich plötzlich nur noch auf der dritten Position. Scotty profitiert. Er ist auf Platz 2, aber nach wie vor ganz an der Spitze befindet sich Mike Rockenfeller. Der DTM-Champion hat sich durchgesetzt und hat nur noch einige Meter auf der Uhr, bis er sich den Sieg hier zuschreiben lassen darf. Dritter ist er momentan in der Tabelle. 4 Punkte aus der ersten Veranstaltung mit nach Hause genommen. 10 gibt es für den Sieg, 6 für die zweite Position. Und damit haben wir ein Ergebnis. Rocky vor Scotty und von wegen ein Ergebnis. Wir sind in der letzten, in der dritten von drei Runden. Und da gibt es nochmal heftige Berührung in der ersten Schikane. Aber Rockenfeller setzt sich durch, behält die Nase vorn. Björn Skotke, der Leidtragende dieser Aktion, dieser Rempelei, zurückgefallen auf Platz 3. Loic Duval, der Profiteur, den sehen wir hier im Bild. In seiner DTM-Lackierung, genauso wie Mike Rockenfeller in Führung, haben wir jetzt ein DTM-Duo auf Platz 1 und 2. Schade, schade. Unser Audi Sport Asia Driver, der Sieger in der GT World Challenge Asia, ist mittlerweile ausgeschieden. Sandy Stuvik, der Thailänder, nach der Kollision gleich zum Start. Das aber der Führende, das Mike Rockenfeller, der auf dem Weg ist, dieses
Qualifying-Rennen für sich zu entscheiden. Sieben Sekunden aktuell sein Vorsprung, also wenn er sich nicht selber in den Fuß schießt, dann sollte das eine klare Sache sein. Abgeschlagen auf Platz 4 Andreas Czorsch und das aber der Führende, das der Sieger in diesem zweiten Qualifying-Rennen. Loic Duval kommt auf Platz 2 über die Linie vor Björn Skotke und Andreas Czorsch, der Viertplatzierte. Den sehen wir hier. Also spannende drei Runden im zweiten Qualifying-Rennen im Autodromo Nazionale di Monza. Das war das zweite Qualifying, etwas ruhiger als das erste Qualifying-Rennen mit einem Mike Rockenfeller, der da ja nach ein bisschen Action in den ersten Kurven doch relativ einfach und mühelos an der Spitze fuhr. Mike, war das so? Ja, also es war wirklich ein ganz, ganz gutes Rennen. Bis zur zweiten Schikane oder Lesmo 1 musste ich ein bisschen kämpfen und ab da konnte ich es eigentlich ja kontrollieren. Das war dann ganz gut, weil ich wusste ja, P1 muss ich werden, um schon mal sicher im Semifinale zu sein. Und das war ein gutes Rennen für mich. Wir haben das vorhin schon thematisiert, Mike, der Ausstieg von Audi aus der DTM zum Jahresende. Wie hast du das gestern erlebt und wie siehst du das? Gut, es war natürlich ein Schock und ist ein Schock auch heute noch. Ich finde immer, der Tag danach ist es irgendwie noch krasser. Gestern war es ein bisschen surreal, als wir das dann erfahren haben. Ja, ich glaube, wir müssen nach vorne schauen. Ich hoffe persönlich, dass wir dieses Jahr zum Fahren kommen, dass wir eine Meisterschaft fahren. Man muss aber auch in dieser Zeit irgendwo die Entscheidung verstehen von Audi. Natürlich trifft es uns Fahrer, Teams, alle, die involviert sind, alle, die in dem ganzen Zirkus arbeiten, extrem hart. Die deutsche Motorsportwelt auch, muss man sagen. Da hängt ja auch viele Rahmenserien dran. Aber ich glaube, es wird auch wieder neue Geschichten geben und ich hoffe, dass wir weiterhin mit Audi im Top-Motorsport vertreten sein werden. Im Moment ist es die Formel E und Kundensport. Das wurde ja auch so kommuniziert. Und mal sehen, was es noch so gibt. Aber es ist natürlich nicht einfach, damit umzugehen, um ehrlich zu sein. Ja, wichtig ist, dass es für Audi im Motorsport weitergeht. Klare Aussage, erfolgreicher Motorsport gehört zur DNA der Marke. Aber ganz klar, man möchte das Ganze in Einklang bringen mit der Zukunftsstrategie der Marke, nämlich die ganz klar auf der Elektrifizierung sieht. Deswegen das Bekenntnis zur Formel E und möglicherweise in Zukunft noch anderen, ja, neuen Formaten im elektrischen oder alternativen Rennsport. Frank, wäre denn Simracing als Ergänzung was für Audi? Ich glaube, dass es in der heutigen Zeit sicherlich dazugehört, aber es kann aus meiner Sicht kein wirklicher Ersatz natürlich sein für den richtigen Motorsport. Aber sehr gute Plattformen, um sich eben auch zu präsentieren und in der heutigen Zeit auch junges Klientel anzusprechen. Von daher denke ich, dass man da als Hersteller auf jeden Fall aktiv sein muss. Damit gehen wir gleich über in das dritte Qualifying. Auch da versprechen wir uns wieder viel Action. Oliver Sittler sagt uns, wer dabei ist. Das Grid zum dritten Qualifying-Rennen. Mit dabei Thomas Vogt, Bettina Schuller, Jamie Green und Michael Niemers, die vier Starter hier auf dem Grid im Autodromo Nazionale di Monza. Fünfter Platz, der kann ersteigert werden auf Hashtag RaceHome. Also auch ihr könnt dabei sein bei der E-Sport-Serie hier mit dem Audi e-tron Vision GT. Wir sind bereit, drei Runden sind zu fahren und die Jungs machen sich bereit. Ab geht's! Das Feld setzt sich in Bewegung. Thomas Vogt, der weltweit beste Slotka-Fahrer, mit dabei. Und er setzt sich gleich in Führung. Ja, denkst du? Da kommt Bettina Schuller, die einzige Lady im Feld. Und drückt sich vorbei. Jetzt in Führung. Aber großes Gerangel hier in der Schikane. Es sind einige Späne gefallen. Und vor allem Jamie Green war da von der Strecke. Ja. Einer der Leidtragenden dieser Kollision. Auf und davon an der Spitze Thomas Vogt.
aber unter großem Druck von Michael Niemas. Und die beiden kämpfen da wirklich um die Führung. Geht's durch. Die nächste Schikane. Vollgas mit Supersoft-Reifen hier in Italien. Die Strecke, die im DTM-Kalender 2020 eigentlich ihre Premiere feiern sollte. Aber zumindest nach aktuellem Stand vorerst mal der Krise zum Abfall gefallen ist. Wir fahren aber virtuell trotzdem. Jamie Green sehen wir hier, der unter Druck steht von Bettina Schuller. Die Lady richtig schnell mit dabei. Das haben wir in den Vorrennen schon gesehen. Michael Niemas an der Spitze, Thomas Vogt auf Platz 2. Unter 2 Sekunden der Rückstand. Also da ist die Messe noch nicht gelesen. Allerdings holt er sich erstmal eine Strafe, hat er die Strecke etwas verlassen. Und das straft der Renngott Frank Bieler, beziehungsweise in dem Fall Gran Turismo. Die Plattform, auf der hier das Simracing gespielt wird, das Simracing gefahren wird, sofort. Vogt auf 2, den verfolgen wir hier mit den Kameras. Niemals schon über 2 Sekunden vorneweg. Hartes Verzögern in Richtung der ersten Schikane. Green unter Druck von Bettina Schuller, die setzt sich daneben und ist auf der besseren Linie. Zieht aber trotzdem nochmal zurück. Jamie Green bleibt damit auf der dritten Position. Wir sind in Runde 2 von 3. Das ist die zweite der beiden Kampfgruppen und zurück an der Spitze mit Niemas in Führung. Niemas kann sich strecken, wie er will. Momentan kommt er nicht hin. Bettina Schuller hat sich Jamie Green deutlich besser zurechtgelegt. Wir hier verfolgen die Lady im blau designten Auto. Und Jamie Green ebenfalls mit den Farben seines DTM-Autos im Audi Sport Team Rosberg. An Bord bei Bettina, der Viertplatzierten, mit dem Blick auf Jamie Green, den Briten, den sie da direkt vor der Nase hat, aber auch nicht wirklich rankommt. Da setzt sie sich daneben. Berührung zwischen den beiden. Bettina drückt sich durch. Und jetzt immer rein in die Parabolika. Die letzte Kurve auf der Strecke. Hartes Einlenken und dann macht die Kurve auf. Schön viel Schwung mitnehmen. Auf Start und Ziel. Jamie Green neben der Strecke. Schuler souverän auf der dritten Position. Das nach wie vor der Führende, das Michael Niemas. Und hier sehen wir den Zweitplatzierten ins Bild fahren, Thomas Vogt. Der RCCO-Gründer und Slotcar-Champion Bettina Schuller holpert da hart über die Baguette-Curbs, aber gibt Jamie Green trotzdem keine Möglichkeit vorbeizugehen. Wenn wir hier auf den Führenden schauen, Michael Niemas, souveränes Ding, was er da abzieht. Auch in der letzten Runde, während Jamie Green sich einfach nicht zufrieden geben will mit dieser vierten Position und Druck macht auf Bettina Schuller. Und währenddessen hat Michael Niemas sein Ticket für den Einzug in das Halbfinale mit dem Sieg, den er ja nur noch aus den Händen geben kann, schon gezogen. Wir verfolgen weiter Jamie Green, einfach keinen Weg an Bettina Schuller vorbeifindet. Auf der vierten Position. Zwar im Windschatten duckt er sich da hinter den Heckflügel des e-tron Vision der Turismo. Das aber der Führende, das Michael Niemas, auf den letzten Metern hier unterwegs. Holt sich den Sieg in diesem dritten Qualifying-Rennen, löst damit das Ticket zum Einzug ins Halbfinale. Alle anderen können sich gleich in Q4 noch nachträglich qualifizieren im Last Chance Qualifying. Und hier das Ergebnis: Niemas, Vogt, Schuller und Green. Also, dieses Mal die drei Simracer aus der RCCO eSports Series hier auf dem Podium.
Meine Wenigkeit auch. Ich darf ja hier selbst mitfahren bei der Race Home Charity Racing Series mit einem Audi e-tron Vision Gran Turismo in den Farben von Schaeffler. Und ja, es ging ein bisschen turbulent zu in der ersten Kurve. Und da war ich auch verwickelt und ich hatte das Problem, dass ich Jamie Green nicht sehen konnte in meinem Spiel. Ich hatte nur ja, die beiden anderen Kollegen in meinem Spiel und auf dem Display und das war ein bisschen spooky. Frank, wie war diese erste Kurve? Ja, der es ausgelöst hat, also Jamie ist, denke ich, dir hinten drauf gefahren, war das richtig? Auf jeden Fall, der es ausgelöst hat, hatte eigentlich den Nachteil und Bettina hat sich vorne selber rausgedreht. Von daher habe ich es weiter laufen lassen. Also Jamie war dann im Dreck und hat E-Positionen erstmal verloren. Und Bettina, wie gesagt, war absolut eigene Schuld. Es sah ein bisschen wüst aus, aber hat sich im Prinzip alleine geregelt. Ja, wie gesagt, Jamie Green war bei mir auf der PlayStation nicht vorhanden. Im Stream ist er zum Glück da gewesen. Und Jamie, wie war das? Did you see me? Could you see me? I had the same situation earlier in the game where there was only three people that I could see in the race. But yeah, all in all, it's good fun. And I think you pushed me off, didn't you? I didn't see you. Good excuse. Yeah. So you liked it, Jamie, the racing today? Yeah, with the current situation, it's actually just nice to meet up with everybody online and see everyone. You know, it's been a long time since we've had a DTM event, so you know, this is a good substitute, and it's not easy, I can tell you that. I mean, we've seen guest drivers win both times so far, and I haven't progressed past the Q4 yet, so I've got some work to do. Thank you, Jamie. So do some practice in the next couple of days, and the next race is coming up as early as next week, and hopefully you will be much further in front. Ja, also Jamie Dean hat gesagt, er wird ein bisschen üben auf der PlayStation, um schneller zu sein. Und wir gehen jetzt gleich rein in Q4. Etwas anderes Reglement, doppelt so lange Distanz, 6 Runden. Es fahren alle, die nicht gewonnen haben in den ersten Qualifying-Rängen. Und die ersten 3 haben jetzt noch die Chance, ein Ticket für das Halbfinale zu lösen. Q4 in dem Last Chance Qualifier. Mit dabei all diejenigen, die in keinem der 3 Qualifying-Rennen vorher gewonnen haben. Die Top 3 kommen weiter ins Halbfinale. Und wir sehen ganz vorne rechts Robin Freins, links neben ihm der Schweizer Nico Müller, die beiden Audi Sport DTM-Piloten. Und es geht los. 6 Runden stehen auf dem Programm. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke nach wie vor in Monza tobt das Feld der 11 Audi e-tron Vision GT in Richtung der ersten Schikane. 11x815 PS, Rast auf der 3, unter Druck von Loic Duval auf der 4. Position. Der Franzose will da den Dampfhammer auspacken und durchpflügen, aber da muss er an 3 Pros vorbeigehen. Allen voran René Rast, während Robin Freins, der DTM- und Formel-E-Pilot, da nach der Führung zumindest kurz gegriffen hat, aber Nico Müller hat sich durchsetzen können. Der Schweizer ebenfalls in der Formel E angekommen, war ja jahrelang die Drittbesetzung bei Audi. Hat den Simulator bedient und damit die Fahrer an der Strecke mit wichtigen Infos versorgt. Jetzt ist er in Führung. Freins auf der 2, Loic Duval auf der 3. Position. Da sind wir weiter hinten im Feld. Thomas Vogt, der gerade Bettina Schuller Platz gemacht hat. Die einzige Lady finden wir auf der 7. Position, während wir hier Stefan Baschow und Björn Skotke kurz im Bild haben. Ist nach wie vor Müller an der Spitze, aber Freins ist richtig schnell unterwegs auf der 2. Position. Loic Duval, der hat so ein bisschen Handicap. Genauso wie René Rast ist er mit dem Controller unterwegs. Das macht es natürlich nicht einfacher. Alle Konkurrenten sitzen am Lenkrad. Aber er schlägt sich da wacker und drückt sich durch auf die 2. Position. Ist dran jetzt am führenden Nico Müller. Das Führungstrio
Geht da vorne seine Kreise. Wir gucken weiter hinter ins Feld. Skotke auf der 5. Hier finden wir René Rast. Der ist zurückgefallen auf die 9. Position. Jetzt sind wir an Bord bei dem einzigen Mann in der DTM-Geschichte, der 6 Rennen hintereinander gewonnen hat. Hier ist es ihm noch nicht geglückt, aber die Serie ist ja noch lang. Nach Monza haben wir noch 8 traditionsreiche Rennstrecken auf dem Programm. Da kann sich auch René Rast beweisen. Während wir an der Spitze heftige Kämpfe haben. Duval hinter Müller. Freins wartet da auf seine Chance. Jetzt zieht er vorbei auf der Außenbahn. An Duval, den finden wir jetzt nur noch auf der 3. Position. Anbremsen zur Parabolika. Durch in Richtung der Startziellinie haben wir noch 3 Runden auf dem Programm. Also sind gerade mal die Halbzeitlinie überfahren. Und der Kampf da vorne geht weiter, aber knapp 5 Sekunden vor dem Rest des Feldes. Ich glaube, da hat Frank Bieler, der 5-fache Le Mans-Sieger, noch einiges zu tun, die ganzen Zwischenfälle hier nachträglich aufzudröseln und möglicherweise noch die ein oder andere Strafe zu vergeben. Aber wir haben ja in Spa schon gesehen, er drückt da gerne mal das Auge zu. Scotty auf der 5. Position, René Rast dahinter bei seiner Aufholjagd vor Stefan Vacho, der Ingenieur bei einem Porsche-Partner und ehemaliger RCCO-Slotcar-Champion. Beeindruckt davon Duval an der Spitze, aber die Luft wird eng. Freins setzt sich wieder durch, der Niederländer jetzt in Führung. Ein begabter und ein viel geübter Simracer ist Robin Freins. Das stellt er auch diesmal wieder unter Beweis. Momentan 2. in der Tabelle, dem er sich beim großen Superfinale in Spa unserem Gastschneider Alexis Chambon geschlagen geben musste, will er heute seine Qualitäten beweisen, setzt sich zumindest in diesem Q4 durch, aber ja, sind ja noch 2 Runden zu fahren und den Rest von dieser geht es über die Linie und natürlich machen ihm Loic Duval und Nico Müller das schwer. Und René Rast, den finden wir momentan auf der 4. Position, also der ist schon fast wieder dran am Führungstrio. Auch er will natürlich weiter seine Chancen auf den Sieg hier wahren, wichtige Punkte mitnehmen. Dazu muss er allerdings unter die Top 3 fahren und nachher dann im Halbfinale der 6, beziehungsweise am besten der sein, der die Nase da am weitesten vorn hat. Um dann ganz am Ende ins Superfinale einzuziehen und in einer Runde gegen den Konkurrenten kämpfen und sich durchsetzen. Loic Duval, dem sind wir hier unterwegs, lässt etwas abreißen auf Nico Müller, der wiederum dran ist an Robin Freins. Aus dem Windschatten raus geht's vorbei. Und dann hat der Schweizer die Nase vorne, aber beim Anbremsen drückt sich Freins erneut in Führung. Also unverändert das Bild an der Spitze. Loic Duval hat da gut aufholen können. Scotty hier auf der 4 vorbeigegangen an René Rast, aber mit Anklopfen und vorbei. Reicht auf der Außenbahn? Es reicht. René Rast jetzt damit erneut auf der 4. Position. Das ist der Blick auf die Spitze. Freins nach wie vor in Führung. 2 Sekunden nur dahinter. Nico Müller schiebt ihn da fast an auf Start und Ziel. Ja, etwas weiter weg. Beim Anbremsen auf Schikane Nummer 1. Aber Müller lauert auf seine Chance. Jetzt zieht er raus, aber es reicht nicht. Beiden Tür an Tür, doch Müller setzt sich durch beim Anbremsen auf Schikane Nummer 2.
Auch Lloyd Duval ist dran. Schafft immer noch eine Lücke auf René Rast, Björn Skotke und Stefan Bascho. Das ist die Verfolgergruppe. Schön zu sehen an den Nummern. Das wieder die Spitze. Duval nach wie vor auf 3 und vorne tobt der Kampf. Momentan hat Nico Müller, der Schweizer, die Nase vorn. Duval mit Strafe. Das ist der Blick von Robin Freins. Leichte Berührung mit dem Führenden, mit Nico Müller. Reicht aber auch nicht, um vorbeizugehen. Müller noch vorn. Und damit gehen wir gleich rein in die letzte Runde. Runde 6 von 6. Jetzt gilt also nur keinen Fehler machen. Auf die Chance warten, das denkt sich auch Robin Freins. Aber die Außenbahn ist es nicht hier rein in die Schikane. Aber sauberes Racing, was wir bisher gesehen haben. Klar, die ein oder andere Berührung, den ein oder anderen kleinen Rempler gab es. Aber genau das wollen wir ja sehen. Und im Gegensatz zum Real Racing kostet es hier nichts bei Racehome. Vision RCCO. Die e-tron Vision Gran Turismo Autos, die gehen nicht so leicht kaputt. Müller vor Freins. Und Duval, das immer noch der aktuelle Stand auf den 5,8 Kilometern hier im Autodromo Nazionale di Monza. In Richtung der Variante Ascari. Zum letzten Mal geht es auch durch diese Schikanenkombination durch. Auf die Gegengerade. Noch eine Kurve trennt die Jungs von der Ziellinie. Und Freins versucht es auf der Außenbahn. Geht vorbei an Nico Müller. Das Ganze aus der zweiten Position. Aber Müller immer noch auf der besseren Linie. Drückt seinen e-tron Vision GT wieder vorbei am Holländer. Aber der kontert auf der Innenlinie. Spannende letzte Meter, die wir hier sehen. Nochmal aus dem Windschatten raus. Nico Müller. Und es reicht gerade so nicht für den Schweizer. Und der Sieger heißt Robin Franz von Müller. Und läuft Duval. Die drei kommen weiter. Leider nicht im Halbfinale. Scotty Rast, Warschau, Schuller, Jamie Green, Thomas Vogt und tolles Racing, was wir da gesehen haben. Also spannend, wirklich bis zum letzten Meter. So kann es gerne weitergehen. Gleich im Halbfinale, wenn wir mit 6 Autos 3 Runden hier zurückgehen. Und die beiden suchen, die sich im großen Superfinal am Ende kriegen werden und das Rennen, das ich austrage. Unter den DTM-Piloten ging es mächtig zur Sache, aber die Rangeleien haben auch bedeutet, dass sie sich ja am Ende immer weiter zurückfallen haben lassen müssen und andere vorne das Tempo gemacht haben. Und aber auf jeden Fall haben sie uns spektakuläre Bilder geliefert. Frank, wie hast du das denn gesehen? Ein fantastisches Rennen. Drei Fahrzeuge in Front, hart umkämpft. Ich hatte oft das Gefühl, dass man da vergessen hat, dass die Top 3 sowieso weiterkommen. Und man hätte ja schön auf dieser Position, zumal nach hinten etwas Luft war, eben nach Hause fahren können. Aber die haben wirklich von der ersten bis zur letzten Runde an sehr, sehr hart gekämpft. Immer sauber geblieben, muss man sagen. Loic fährt mit Controller, die anderen beiden hatten ein Wheel, also ein Lenkrad. Von daher war es beim Loic hier und da so ein bisschen zackig, aber er hat darauf geachtet, da die Kollegen nicht zu berühren. Super sauberes Rennen, sehr, sehr spannend und sicherlich die drei verdient dann auch diese Position nach Hause gefahren und damit den Einzug ins Semifinale gemacht. Starke Leistung erlaubt auch von Robin Freins, der wieder nach vorne reingefahren ist und ja, hier ganz klar seine Mitfavoritenrolle in unserer Hashtag Racehome Charity Racing Series mit unterstreicht. Und wir haben uns den fliegenden Holländer mal ein bisschen näher angeschaut.
Eigentlich hätte am vergangenen Wochenende die neue DTM-Saison beginnen sollen. Und zwar in Zolder, der Hausstrecke von Robin Freins. Corona hat uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die neuen DTM-Autos stehen in der Garage. Stattdessen heißt es verstärkt Simracing. Im Fall von Robin Freins überwiegend elektrisch. Mit dem Audi e-tron Vision Gran Turismo bei Hashtag Race Home und mit dem Audi e-tron FE06 in der virtuellen Formel E. In der realen Formel E hat sich Freins im Vorjahr mit Siegen in Paris und New York einen Namen gemacht. Und der Holländer ist auf dem besten Weg, sich auch im Simracing zu etablieren und weitere Pokale zu sammeln. Und das, wie es der Name Hashtag Race Home schon sagt, von zu Hause bei Maastricht. I grew up here. I've been born here, raised here. My family comes from here, so it's home. Coming back from racing or on the other side of the world, feels good to be here. Vor der Corona-Pandemie fast jeden Tag zu Gast in seinem Haus die Familie des Niederländers. I'm a family guy, so we always see the family Wednesday evening. We always come together, my brother, my sister, my grandma as well. So we always have dinner together, which is always nice. Für Hashtag Race Home hat Freins nur ein Ziel. Well, obviously you're always fighting to win every race you're competing in. Beim Auftakt in Spa musste sich der DTM-Pilot in einem spektakulären Superfinale nur ganz knapp Simracing-Profi Alexis Chambon geschlagen geben. Freins ist auf Anhieb einer der Titelfavoriten bei Hashtag Race Home. Dabei ist die Startzeit am frühen Morgen für ihn nicht ideal. Well, obviously I don't mind to sleep. Everybody needs his own sleep and also for me, but yeah, I'm not a morning person, let's say it that way. Herzlich willkommen zum Halbfinale. Die drei Sieger von Q1 bis 3 plus die Top 3 aus dem Last Chance Qualifying Rennen Q4 stehen hier aufgereiht. Mit dabei Duval, Müller, Freins, Niemas und Pit Sterenberg, der 21-jährige Holländer, der sich durchgesetzt hat in Q1. Den finden wir ganz vorne rechts im Bild auf der Pole Position. Drei Runden sind angesagt, die Ampel wird grün, ab geht's. Und Niemas drückt sich gleich vorbei am Gaststarter, am Gewinner des Design Contests. Niemas, ja, einer der Anwärter auf den ersten E-Sport-Titel. Toller Modellbauer, bekannt geworden durch eine Doku auf Welt. Und ein richtig guter Simracer, das stellt er auch heute wieder unter Beweis. Ganz frühe Führung, aber auch Sterenberg lässt es nicht abreißen, lauert auf Platz 2. Und nochmal zur Erinnerung, die Top 2 kommen weiter dann ins Superfinale und werden eine Runde um die 10 Punkte kämpfen, die es hier abzuräumen gilt. Freins mit heftigem Gerempel gegen Nico Müller. Duval drückt sich durch mit seinem Controller. Ist er toll unterwegs? Nicht auszudenken, was passiert, wenn man ihm ein Lenkrad geben. Dann macht er es wie Pim Sterenberg und drückt sich in Führung. Vorbei an Niemas, also toll, was unsere Gastfahrer hier in der Lage sind zu zeigen. Setzt sich gegen echte Rennfahrer und Simracing-Pros durch. Das muss ich da erstmal mit Platz 2 zufrieden geben. Aber von hinten kommt Mike Rockenfeller und geht vorbei auf die zweite Position nach vorn. Also neue Reihenfolge. Jetzt mit Sterenberg, mit Rockenfeller. Beiden Plätzen, aber Rocky will mehr, nämlich die Führung, und die hat er jetzt, während Robin Freins es versucht und auch schafft, an seinem Landsmann vorbeizugehen. Auf 2 jetzt. Was finden wir auf der vierten Position? So schnell kann es gehen. Dahinter dann auch Duval und Müller. Aber vorne tobt der Kampf weiter hier in der zweiten Schikane. Rockenfeller zu weit und davon profitiert Robin Freins und schnappt sich die Führung. Der Blaue jetzt also vorn. Der Kampf tobt.
Zug weiter. Rockenfeller zurückgefallen auf die 3. Und wenn er nicht aufpasst, geht auch noch Niemals vorbei. Aber er schafft es nicht. Windschatten ist hinter dem Auto. Er kann aber nicht nach links fahren, weil er ist Loic Duval und drückt sich durch. Heftige Berührung. Niemals da neben der Strecke gewesen. Damit erstmal raus aus dem Kampf. Duval auf der 4 hinter Mike Rockenfeller. Ja, versuchen da im Windschatten wieder ranzukommen ans Führungsduo mit Freins und mit Sterenberg. Den Simracer und Race-Fan, der sich genauso wie so viele die Zeit am Simulator im Fall an der Playstation vertreibt. Mehr oder weniger gefangen sind. Gehen wir rein in die letzte Runde. Freind setzt sich da vorne ab. Sterenberg auf der 2. Ja, denkste. Hier sehen wir es, wie er vorbeigeht. Am Führenden. Tolles Racing, was wir hier sehen. Freins versucht es erneut aus dem Windschatten raus. In der letzten von 3 Runden. Dahinter Rockenfeller und Duval, aber die haben es abreißen lassen. Also die kommen da nicht so richtig ans Führungsduo. Duval kurz mit Strafe. Aber es geht nur um die ersten beiden Plätze, die die Eintrittskarten im Superfinal lösen. Und das sind momentan 2 Holländer. Und zwar der Punktebeste in der Tabelle. Robin Freins auf 2, der sich in Spa dem Gastfahrer Alexis Chambon geschlagen geben musste. Der genauso wie Pit Sterenberg den Design Contest gewonnen hat. Und das Design abgegeben hat, die BTM-Fahrer dann das Design als Gewinner auserkoren haben. Und dahinter tobt noch jetzt der Kampf zwischen 3 und 4. Rockenfeller hat sich durchgesetzt auf die 3. Aber hier sehen wir Pit Sterenberg, der sich hier zum 2. Mal heute schon den Sieg schnappt. Genauso wie Robin Freins gleich im großen Superfinale um die 10 Punkte kämpft. Unser Gastfahrer auf Platz 1, Pim Steinberg, er hat es geschafft, genauso wie vor einer Woche der unser Kollege aus Frankreich und erneut im Superfinale Robin Freins. Also 2 Holländer werden es jetzt auskämpfen und nach 2 Wochen kann man sagen, das ist schon eine kleine Tradition, der Pole-Sitter unseres Superfinales, der hat jetzt die Ehre, Ihnen ganz kurz die Strecke zu erklären. After 150 meter board, you press brake. Then you start to aim on the sausage curb. Then the left here, you try to touch it with the sausage curb as well. Then go on the power here. Then you take the short line here, through this curb. Then it's flat out, the second chicane. Then you press the brake there. Sausage curb there, all the sausages here. Then you try to put the car as straight as possible. Then you brake at the 50 meter board. Try to get the car as much to the right side as you can. Then 50 meter board again. Again, aim for the curb. Try not to let it go on the exit in the gravel. Then you brake here under the bridge. Try to go most to the right side of the track. Then inside, and you're not trying to go too wide at this exit. Then the parabolica, you brake at the 150 meter board, then turn in, try to go as high as possible to the wide line, and then it's off to the finish line. Da
Das Superfinal bringt uns eine Runde im Vollgastempel auf den 5,8 Kilometern des Autodromo Nazionale di Monza. Ähnliche Aufstellung wie beim letzten Mal in Spa, nämlich der Gastfahrer und Robin Freins duellieren sich hier in einer Runde, also auf diesen 10 Kurven in Monza. Gleich geht's los, alles ist vorbereitet und gleich wissen wir, wer hier die 10 Punkte mit nach Hause nimmt. Ist es Pim Sterenberg, der 21-jährige Autoverkäufer aus den Niederlanden, der sich hier durchgesetzt hat gegen den Rest der DTM-Fahrer, oder Robin Freins, der zuletzt in Spa schon der beste der DTM-Piloten gewesen ist. Hier bei Race Home, da geht's rein in die erste Schikane. Pim Sterenberg hat die Nase vorn vor Robin Freins. Faires Racing, aber die beiden sind da noch denkbar dicht unterwegs. Viel Vollgas, nämlich 70% der Anteil hier in Monza. Und Freins probiert aus dem Windschatten raus vor der zweiten Schikane, aber sortiert sich da wieder brav hinter dem jungen Holländer, Niederländer ein. In Richtung der Lesmo, doppelrechts. Runter Richtung der Ascari, zum letzten Mal Monza. Die zweite der 10 Traditionsstrecken bei Race Home, der Charity Racing Serie von RCCO, mit Freins an Bord, duckt sich hinter Sterenberg. Reicht das diesmal? Ja, er geht vorbei und damit hat Freins jetzt die Nase vorn, aber Sterenberg zieht nicht zurück, ganz im Gegenteil, der drückt sich wieder in Führung und wir auf der Gegengeraden unterwegs sind, nur noch wenige Meter und Sterenberg behält da die Nase vorn. Es ist unglaublich. Freins versucht es nochmal aus dem Windschatten raus. Die möglicherweise die letzte Chance, die beiden gleich auf in der Kurve. Aber Freins zieht zurück. Parabolica macht auf. Aber Freins kann nicht mehr aufdrehen. Und die beiden da fast nebeneinander über die Ziellinie. Aber Pim Sterenberg hat sich glatt durchsetzen können. Also Gratulation an den Gewinner des Design Contests für den Sieg hier in Monza. Damit ist also der zweite Event in der Geschichte der Hashtag RaceHome Charity Racing Series, der RCCO, Geschichte mit einem neuerlichen Sieg eines Gastfahrers, nämlich Pim Sterenberg, und dem neuerlichen zweiten Platz von Robin Freins, der damit die Tabellenführung übernommen hat. Pim, wie war's für dich? Well, that really feels good. I didn't really expect to make it, because Robin was really on it in the last lap, but to make it by only less than a half tenth is good. And Robin, dein Kommentar? Well, it's about time I win a race now, you know? But well, it's good time, championship, so. So next time you have the update prepared of the PlayStation? yeah, that's it was a bit of a misunderstanding, but I will train a bit more, so the first victory will come along, hopefully. Also, Robin will trainieren und dann könnte es klappen mit dem nächsten Sieg. Das nächste Rennen steht schon am kommenden Dienstag um 20 Uhr auf dem Programm auf Twitch und YouTube. Und wir sind sehr, sehr gespannt, ob Robin dann den ersten Sieg in dieser Rennserie schaffen kann. Frank, noch ein Schlusswort von dir. Wie hast du die Renn-Action heute gesehen? Ja, wir hatten heute wieder tolle Rennen, super spannend. Und das Finale war wieder sehr, sehr eng. Sauber gefahren. Man muss ja bedenken, auf dieser einen Runde bist du natürlich geneigt dazu, irgendwo wirklich voll einzusteigen, weil du weißt, es geht nur über eine Runde und du musst jede Chance nutzen. Aber beide sind ganz sauber geblieben, faires Rennen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht in dieser Rennserie. Robin Freins als neuer Tabellenführer. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß. Uns hat es viel, viel Spaß gemacht, hier zuzuschauen, spektakuläre Szenen gesehen, und wir hoffen, Sie am kommenden Dienstag wieder hier bei Race Home begrüßen zu dürfen.